Ich habe letztens gesehen, ich habe einige Abos wieder dazu bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, was manche Leute sehen wollen. Und das ist so blöd, wenn man dann jetzt ein Thema macht, wofür die Leute mich nicht abonniert haben. Aber wenn ihr nichts reinschreibt, seid ihr selber schuld. Wenn da zwei, drei Leute was schreiben, macht etwas wieder zu dem Thema oder dem. Gerne auch, ne? Aber gut, ey, die Stapelburg wollte ich nur zeigen, die Form hier. Ne? Die ist rund. Die 17 Kilometer entfernt von dieser Stelle, ganz kurz zeige ich das für Leute, die das erste Mal sehen. Hier habe ich diesen Ort entdeckt, sage ich mal, Anführungsstrichen, ja. Und das hat mich dann praktisch so, sage ich mal, durch Zufall geweckt, dass ich hier mich umschaue. Und die Stapelburg ist mir aufgefallen, die ist nicht nur nicht weit entfernt, sondern die ist kreisrund. Und jetzt zeige ich mal hier, gucke euch das hier an. Natürlich haben die schon was vorgefunden, gerade um die Umgebung. Die haben das natürlich benutzt einfach dort. Was auch auffällig ist, egal wo ihr guckt, meistens fängt das so im 11. Jahrhundert an, überhaupt die Geschichtsschreibung. Das liegt daran, wenn eine Burg gebaut worden ist, genau wie eine Kirche, dann hat man das festgehalten. Und seitdem gelten manche Bauwerke, genau wie Gegenden, erst als besiedelt. Die tausende Jahre zuvor lässt man komplett weg oder man hat das hier nachhinein, hat man das schon auch erkannt, dass man vor 10, 20 Jahren teilweise gegraben hat und entdeckt hat, zum Beispiel, dass da schon vor 10, 12, 15.000 Jahren Leute gelebt haben, natürlich auch wahrscheinlich vor längerer Zeit. Man gräbt einfach nicht genug. Das interessiert die halt nicht so. Die wollen unsere Geschichte nicht so wahrheitsgemäß wiedergeben. Wenn, dann immer möglichst primitiv Dokus mit fellbehangenen Halbaffen praktisch, sagt man uns. Barfuß und so. Dieser Aufwand, ja, in Frankreich haben wir einen Menhir, der liegt da auf dem Boden, der ist 350 Tonnen schwer. Dann haben wir dort die Menhir-Reihen, 4000, über 4000 Stück sind noch erhalten und es waren schätzungsweise irgendwie über 20.000 oder weit mehr. Wer weiß, wie alt das ist? Die wissen nichts. Die sagen, das sind irgendwelche versteinerten Römer, ein christlicher Mönch hat die da verzaubert. Meine Videos gelingen halt nicht. Das ist meine Konzentration ist halt so und meine Art. Ich bin aufgedreht. Aber deshalb haue ich die trotzdem die Videos rein, auch wenn ich manchmal die selber gar nicht mehr ertragen kann, wisst ihr? Weil die sind voller Fehler und so. Aber ich kann das halt nicht anders. Manchmal habe ich guten Tag, erwische ich, da rede ich Klartext und fasse mich irgendwie kürzer, aber es klappt halt nicht so. Wenn man sich das hier anguckt, die haben da gerade mal ein paar aufgenommen, ne, 17 Felsen, der Klussfelsen haben die aufgenommen, aber nur den kleinen natürlich, dort wo eine Kapelle reingebaut worden ist. Und offiziell heißt das natürlich hier auch, im Felsenraum wurde erst 1167 da Marienkapelle erbaut. Natürlich ist das Quatsch. Genau das haben die versucht in den Externsteinen und so auch zu erzählen. Man muss sich vorstellen, gerade die Kirche baut überall dort an diesen Kultanlagen, bauen die plötzlich Kapellen und so. Klar, sie haben schon was vorgefunden, ist wohl logisch. Und dort, egal wo man hinschaut, überall gibt es solche Felsen, da wurden natürlich Treppen gebaut und das wurde vorher schon umgebaut, aber der gläserne Mönch. Das sind natürlich alles heilige Stätten gewesen. Hier haben wir, wahrscheinlich haben die hier Steinbruch abgebaut. Natürlich haben die das umgeändert und trotzdem ist ihnen das nicht gelungen, die Spuren zu beseitigen, weil mit Google Earth haben sie damals nicht gerechnet. Aber wenn das in dieser Umgebung ist, wo sowieso schon so viele Heiligtümer sind drumherum, überall ist etwas, dann war das wahrscheinlich Hust, wahrscheinlich auch etwas mehr im Sinne von Sonnentempel, wie auch immer. Also das, da kann man sich noch gar nicht so wirklich sicher sein, was das ursprünglich war. Auch Thema Stone Age und New Grange. So einfach ist das nicht. Kalender, dies, das, ne? So viel Arbeit, so ein Aufwand, würden sich auch keine Steinzeitmenschen machen, nur um Kalender zu erbauen, vor allem so einen massiven. Ne, das hatte schon Sinn. Das war für tausende Jahre gedacht. Und wie man sieht, hält das auch seit tausenden Jahren. Auch wenn man das versucht hat zu überbauen, zu zerstören. Und jetzt lügt man einfach noch. So, bis sich die Balken biegen. Aber wir kriegen die Wahrheit schon raus. Das ist unser Motto. Es ist ganz einfach. Der Hass macht blind.
rette deine Seele, gerade in der heutigen Zeit auch. Aber ich möchte gar nicht jetzt eine auf Dings hier machen, irgendwie Guru. Ich habe das für mich entdeckt und es klaut dir die Lebenszeit. Ich, selbst wenn ich mich mit diesem Quatsch hier beschäftige, ein paar Stunden sogar am Tag, habe ich deutlich, deutlich mehr von, als mir jetzt den besten Film anzuschauen. Ich durfte auch Darth Vaders Originalanzug anfassen. Ja, Leute, wollt ihr ein Autogramm? Das ist es. Blocksberg, Regenstein, wo war der nochmal? Ja, ich habe bessere Karte auch schon gesehen. Aber hier haben wir auch vor allem diese Stadt, die ich markiert habe. Hier ist Hornburg und hier ist die Stapelburg. Die ist so hier aufgezeichnet. Ja, dann haben wir das alles hier. Und da fliegen die Hexen. Ja, das Video, es ist halt meine Art, ein bisschen so alles zu vermischen. Ich muss alles kompliziert machen, dass ich die Eule und hey, da ist ein Drache, Eule und so ein Faundrache, ne? Der hat so einen Reptilienschwanz hier. Ja, ich habe eben Schwächen und Stärken und ich bin eigentlich gar nicht der Typ, der Videos machen sollte. Ich bin mehr der Typ, der irgendwo was ergänzen sollte, aber weil es sowas nicht gibt oder ich alleine bin so, dann mache ich das halt komplett alles. Ne? Das ist der Grund, wieso meine Videos teilweise merkwürdig sind.